In New York haben sich prominente Vertreter der Literaturszene zu einer Kundgebung versammelt. Sie lesen aus den Werken des Schriftstellers Salman Rushdie, der bei einem Messerangriff schwer verletzt wurde. Mehr als ein Dutzend renommierter Schriftsteller, darunter Freunde und Kollegen von Rushdie, sprechen auf den Stufen der New York Public Library. Der Angriff auf Salman Rushdie ist ein Angriff auf kritisches Denken, auf Meinungsverschiedenheiten, auf Kreativität, und das werden wir nicht hinnehmen. Und wir fühlen uns sehr geehrt, Teil dieser Versammlung zu sein, und wir müssen wachsam sein gegenüber den Gefahren, mit denen wir auf globaler Ebene konfrontiert sind. Die Menschen sollten das Recht haben, anderer Meinung zu sein und über Ideen zu diskutieren. Und ich würde gerne mehr davon sehen, nämlich dass Menschen liebevoll streiten und debattieren. Der Angriff auf Salman Rushdie war das Gegenteil davon. Wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed in Rushdies Werk Die satanischen Verse hatte 1989 das damalige geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khomeini, zur Ermordung des Schriftstellers aufgerufen. Rushdie lebte nach der Fatwa jahrelang unter strengem Polizeischutz an immer wieder wechselnden geheimen Orten. Seit einiger Zeit führt er aber wieder ein relativ normales Leben und tritt in der Öffentlichkeit auf.